Pfirsiche mit cremiger Mascarpone-Füllung für 4 Personen. Die Pfirsiche halbieren, die Steine entfernen. Wer das Dessert vorbereitet, setzt die Hälften danach wieder zusammen und wickelt die Pfirsiche fest in Frischhaltefolie. 2 Mascarpone und Pekan oder Walnüsse in einer kleinen Schüssel verrühren. Bis zur Verwendung in den Kühlschrank stellen. 3 Die Pfirsiche mit etwas Öl einpinseln und auf einen Rost über mittelheißen Kohlen legen. Die Früchte 5 bis 10 Mittwochnatten grillen, dabei einmal wenden. 4 Die Pfirsichhälften auf eine Platte legen und die Mascarpone-Nuss und bekanntes Zeichen-Mischung in die 4 unbekanntes Zeichen-Tiefungen füllen. J. Den Ahornsirup über die gefüllten Pfirsiche träufeln und sofort servieren. Tipp: Mascarpone enthält viel Fett. Sie können auch Quark verwenden. Variation: Auch Nektarinen eignen sich gut für dieses Rezept. Wählen Sie recht feste Früchte, damit sie beim Grillen nicht matschig werden. Die Vorbereitung ist gleich, die Garzeit beträgt etwa 5 bis 10 Minuten. Gefüllte Birnen mit Trockenfrüchten für 4 Personen. 4 feste Birnen, 1 TL Zitronensaft, 2 EL gemischte Trockenfrüchte, fein gehackt, 5 EL Kuchenbrösel oder 15 Gramm Butter, 4 große Amaretini, Vanilles, zum Servieren zerdrückt. Die Birnen mit Punkt 1 einem scharfen Messer halbieren. Mit einem Teelöffel das Kerngehäuse herausschaben und entfernen. 2 Die Schnittflächen der Birnen mit Zitronensaft einpinseln, damit sie sich nicht braun verfärben. 3 Die gehackten Trockenfrüchte mit den Kuchenbröseln oder den Amaretini vermischen. Tee die Maße in 4 Portionen teilen und in die Verteilpfannen der Birnenhälften füllen. J. Je 2 Birnenhälften auf ein doppelt gelegtes Stück Alufolie legen und großzügig Butterflöckchen darauf setzen. Die Birnen in die U-Folie einwickeln. Die Folien-Pit-Schrägstrichchen auf einen Grillrost legen und 25 bis 30 Minuten Grill und bekanntes Zeichen lehnen, bis die Birnen heiß und weich sind. 0 Die Birnen auf Portionsteller legen und jede Portion mit 2 Kugeln Eiscreme servieren. Variation: Anstelle der Birnen können Sie auch App unbekanntes Zeichen verfehlen. Die Garzeit verändert sich nicht. Tipp: Wenn die Glut fast erloschen ist, können Sie die Päckchen auch direkt auf die Kohlen legen und 25 bis 30 Mittwochnatten. Fruchtpäckchen für 4 Personen, 1 Papaya, 1 EL Grenadine Sirup Schlagsahne oder 1 Mango, 3 EL Orangensaft Naturjoghurt. Zum einen Karambole, Sternfrucht, servieren. Die Papaya hat unbekanntes Zeichen Teebieren, die Kerne herausschaben und das Fruchtfleisch in dicke Scheiben schneiden. 2 Das ungeschälte Fruchtfleisch der Mango beiderseits des dicken Steins abschneiden. 3 Das Mango-Fruchtfleisch kreuz und quer einschneiden. Die Hälfte nach außen umstülpen und die einzelnen Würfel von der Schale schneiden. 4 Die Karambole mit einem Schar. Feinmesser in Scheiben schneiden. Alle Fruchtstücke in einer Schüssel vermischen. 5 Grenadinesirup und Orangensaft verrühren, über die Früchte gießen und alles mindestens 30 Minuten marinieren. 6 Die Früchte auf 4 Stücke doppelt gelegter Alufolie verteilen, die Folienränder hochschlagen und zu einem Päckchen falten. 7 Die Folienpack unbekanntes Zeichen Schrägstrichchen auf einem Grillrost überwarmen. Kohlen 15 bis 20 Mittwochnatten grillen. 0 Die Früchte in 0 der Folie servieren, dazu Schlagsahne oder Naturjoghurt reichen. Tipp: Grenadinesirup wird ans Granatäpfeln gewonnen. Stattdessen können Sie auch Granatunbekanntes Zeichen Apfelsaft verwenden. Dafür einen Granatunbekanntes Zeichen Apfel quer halbieren und mit einer Zitro-Unbekanntes Zeichen Nähpresse ausdrücken. Nicht zu stark drücken. Sonst werden Bitterstoffe gelöst.